Willkommen zu einer neuen Folge Gothic. Habe ich denn beim letzten Mal geguckt, ob Wolf schon die Rüstung fertig hat? Ich weiß es nicht. War es überhaupt Wolf? Ja, es war Wolf. Wie schaut's aus? Nein, Moment, das hatten wir schon. Den da. Wie weit bist du? Dauert noch, Mann! Diese Platten sind verdammt harter Tob. Okay, das kennen wir schon alles. So, was ist denn jetzt? Ach ja, genau, ein Ulumulu. Da war was. Sumpfheizähne habe ich. Ich brauche die Hauer eines Trolls. Ich glaube, sonst habe ich alles. Ich gucke mal von oben. Feuerwaran habe ich, Schattenläufer habe ich, Sumpfhai habe ich. Genau. In den nördlichen Bergen der Kolonie. Ich sollte die Schluchten dort absuchen. Natürlich sollte ich das. Das könnte schon schief gehen. Und nach dem Chaos in der letzten Folge habe ich mir jetzt auch vorgenommen, ein bisschen öfter zu speichern. Ja, ich will ja eigentlich nicht cheaten. Das habe ich nur getan, um ganz viel Aufwand zu verhindern, weil sonst hätte ich alles nachstellen müssen. Und das wäre einfach ätzend gewesen. Dann nehme ich lieber ein bisschen mehr auf, hab ein paar Folgen mehr, mach dafür mal zwei Folgen pro Tag, zum Beispiel eine Gothic, eine Eron. Und dann haben wir doch alle mehr davon. So, ich brauche Schluchten im Norden. Ich überlege gerade, da links könnte ich zwar theoretisch drüber klettern, aber das ist mehr so ein Glitch. Das zählt, glaube ich, nicht als Dingens, als Schlucht im Norden. Sondern, ich gucke mal kurz auf die Karte. Genau, ich würde da unten durch und dann linksrum den Weg, der sich da so in die Berge verläuft, dem würde ich da mal links hoch folgen, bei der alten Mine vorbei. Vielleicht findet sich ja dort ein Troll. Und ich muss da nur dran denken, den Troll nicht zu füttern. Weil sonst holt er seine Trollfreunde. Wisst ihr ja. Wobei, Gothic ist ja eigentlich noch aus der Zeit von vor dem Internet sozusagen. Also es gab es ja damals schon, 2001 oder so. Aber naja, so richtig war das ja nicht. Von daher gilt die Regel, dass man Trolle nicht füttern soll, eigentlich in Gothic? Ich weiß es nicht. Liefert mir Argumente. Ich brauche Argumente. Und irgendwie... Hä? Warum? Wenn ich eine Waffe ziehe, mit der Leertaste wählt er jedes Mal die Magie wieder aus. Das ist doch blöd. Was habe ich denn alles? Eispfeil, Wassermagier, Teleports und ich behalte mal den Eispfeil. Damit kann ich wahrscheinlich dann doch einigermaßen gut Schaden machen. Bei dem Troll. Ach, da ist doch schon einer. Wer sagt's denn? Das ging ja einfach. Hey du, Troll. Nein. Eispfeil. Ja, genau. 1, 2, 3. Okay, das wird nix. Dummdi-dumm. Lalalala. Okay, was ich brauche ist ein anderer Zauber, nämlich Trolle schrumpfen oder Magie zu Ehren. Gegner irgendwie schrumpfen, klein machen. So wie bei dem letzten Troll. Und die Robe hätte ich gerne. Ich möchte die hohe Robe des... Es ist noch nicht... Dann halt nicht. Mögest du... Meine Güte. So, wer handelt hier noch? Riordian, genau. Magie zu Ehren. Der handelt auch. Hast du eine Zeig Rolle? Mir deine Ware. Schriftrolle, mit der ich Gegner schrumpfen kann? Nein, hast du nicht. Moment, was? Da hat's gerade geleckt. Zeig mir deine Ware. Aber das sieht nicht so aus. Oder? Ne. Oder nicht. Dann wird das wohl Choristo sein, unten beim Erz. Oder? Magie zu Ehren. Ne, muss Choristo sein, unten beim Erz. Diesmal nämlich keine Abkürzung, sondern... weiß so ein bisschen schon, aber halt... Nicht so direkt. Nee, ich habe daraus gelernt. Ich bin ja nicht blöd. Zumindest nur ein bisschen.
Kann ich da mal vorbei? Nicht Koristo, Kronos. Magie zu Ehren. Erst so, ich will vorbei. Magie zu Ehren, was kann ich für dich tun? Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Natürlich möchte ich das, deswegen bin ich hier. So, beim letzten Mal habe ich ja genau diese Sachen gekauft. Amulette und Ringe und so. Was haben wir denn da? Verwandlung, Verwandlung, Verwandlung. Heilung. Ach, verdammt. Wo kriege ich jetzt diese Schrumpfenschriftrolle her, die ich schon mal hatte? Oder habe ich vielleicht so eine? Muss ich mal gucken. Wolf, Scavenger, Moldrare, Telekinese, Schlaf. Schlaf wird es wohl nicht so wirklich bringen. Feuersturm macht ganz schön gut Schaden. Kann ich vielleicht da mal vorbei? Vielleicht kann ich damit ja wehtun. Aber ich fürchte, das wird so irgendwie nix. Was war das? Das war kein Steintroll, das heißt, dem kann ich mit. Golem waren das, keine Trolle. Mist, das waren ja Golems, denen ich mit dem Hammer wehtun konnte. Hab ich da noch genug Mana? Ja, das reicht noch. Oder? Wie viel Schaden, wie viel Mana brauche ich? Mana kosten maximal 10. Naja, dann will ich noch 5 dazu. Zumindest. Damit ich. Ach, was soll's. Nee, lass mal. Ich laufe jetzt nochmal hin. Dann nehme ich das irgendwie ab. Die Frage ist, wie kriege ich den Kleinen? Ich könnte ihn versuchen, irgendwo hinzulocken. Aber dann wird er wahrscheinlich hier die Bauern plätten, wenn ich ihn versuche, zu den Söldnern zu locken. Ich könnte ihn natürlich zum alten Lager. Nein, davor habe ich ja auch aufgeräumt. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wie ich den Kleinen kriege. Ich könnte mal Xardas fragen, wenn es jetzt nicht klappt. Vielleicht hat der eine Ahnung oder eine Idee. Der kennt sich ja so aus mit so magischem Gedöns. Hey. So. Magisches Gedöns. Ja, so mit so magischen Kreaturen und so. Kennt er sich bestimmt aus, der Xardas. Ist ja schließlich Magier. Oder ich versuch's einfach mal doch mit der Waffe. Vielleicht bin ich ja mittlerweile irgendwie doch stark genug geworden, um mich im Nahkampf mit dem Troll zu messen. Aber trotzdem halte ich Nahkampf mit so einem fetten Wesen irgendwie für eine blöde Idee. Und würde deswegen das Ganze erstmal auf die Entfernung versuchen. Ich versuche mal den Feuersturm. Der macht ja irgendwie ziemlich viel Schaden. 10 mal 55 oder so. Dann gehe ich einmal hier hin, damit der Troll sich nicht hinter dem Stein verstecken kann. Damit ich schön aufladen kann. Ja, genau so. Ah, das macht ein bisschen Schaden. Ich habe gelernt. Wow, war das schwer. Ich bin ja fast gestorben. Meine Güte. Habe ich mich gerade angestellt? Ein eher enttäuschendes Ende dieses Kampfes. Aber gut. So kann es gehen. Gut, das heißt, ich muss jetzt wieder zurück in die Mine. Um dem Troll alle seine Gegenstände, alle seine Inhaltsstoffe, alle seine Zutaten für das Ulemulo zu bringen. Die ganzen Bestandteile davon. Und dafür muss ich jetzt kurz in die Mine zurück. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ich überlege gerade, 14.12 Uhr, schaffe ich das heute noch? Ja, kann schon sein. Ich bräuchte Mana, andererseits kann ich mir das. Ich habe noch genug Mana, um mich zurück zu teleportieren. Das würde ich gerne machen, um mich danach dann schlafen legen, das Mana aufzufüllen. Sonst muss ich nämlich nochmal schlafen, das wäre blöd. So, das war der Troll. Ja, das war einfach gut.
ja, was ich sagen wollte, das wird jetzt ein bisschen langweilig, dahin zu laufen. Deswegen wollen wir das hier alles schon kennen. Es sei denn, die haben was, für, was Neues für mich. Aber, naja, sieht nicht so aus. Wie gesagt, weil wir das alles hier schon kennen und das nur ein langer Fußmarsch ist, werde ich das Ganze einfach rausschneiden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.